Vom 23. bis 26. Februar 2022 findet der Deutsche Krebskongress hier in Berlin statt. Sie alle wissen, es ist der größte Krebskongress im deutschsprachigen Raum. Sie wissen, dass alle Fächer hier präsent sind und ich als Chirurg, als Kongresspräsident, lade ganz besonders die Fächer der operativen Medizin hier nach Berlin ein. Mein Wunsch an die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie ist, dass sie mit all ihren Fächern hier präsent sind, ihre Forschung, ihre Innovation im Bereich der Tumormedizin gemeinsam diskutieren. Mein Aufruf als Viszeralchirurg gilt natürlich auch ganz besonders der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie, die natürlich im tumorchirurgischen Bereich sehr präsent ist. Aus diesem Grund auch hier meine Bitte an Sie: Kommen Sie mit Ihren Mitgliedern, mit Ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und mit Ihren Chirurginnen und Chirurgen hier nach Berlin, um Ihre translationale und chirurgisch intendierte Forschung und die Innovationskraft unseres Faches zu präsentieren. Mein Aufruf ist auch an die Urologie, die Gynäkologie und die HNO gerichtet. Auch Sie bitte ich, hier in Berlin präsent zu sein. Und wir alle, die in der operativen Medizin tätig sind, müssen wissen, dass der demografische Wandel deutliche Veränderungen in der Gesundheitsversorgung in Deutschland haben wird. Und wir können hier gemeinsam als Chirurginnen und Chirurgen mit Politikerinnen und Politikern über die Zukunft der Tumormedizin in Deutschland diskutieren. Unsere Stimme wird nur gehört werden, wenn wir hier vor Ort auf diesem Kongress präsent sind. Aus diesem Grund lade ich Sie alle ganz herzlich ein. Kommen Sie hierher, seien Sie präsent und diskutieren Sie gemeinsam über die Zukunft der Tumormedizin in Deutschland.